Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, wo der liebe Xur dieses Wochenende ist. Und zwar auf der Erde bei der gewundenen Bucht, da oben, wo er immer steht, wenn er auf der Erde ist. Wir donnern da mal ganz kurz hin und schauen uns auch an, was er dabei hat und ob sich ein Kauf natürlich lohnt oder nicht. In der Regel lohnt es sich immer, wenn man die Exo noch nicht hat, einfach um mal alle Exos zu haben. Da wird ja auch immer wieder mal gepatcht und verbessert oder verschlechtert. Von daher ist es immer gut, wenn man alles hat, natürlich. Gut, schauen wir uns aber trotzdem an, was der liebe Xur dabei hat. Und zwar wie immer ein Schicksalsengramm, wo wir ein zufälliges Exo kriegen. Das machen wir am Ende dann auf. Dann die Kolonie ist sehr, sehr stark. Im PvP wird sie noch viel gespielt, beziehungsweise ja, sie wird einfach gespielt, weil sie sehr einfach ist. Man kann da einfach die Feinde damit recht easy töten, sage ich mal. Kauft sie, wenn ihr sie nicht habt, probiert es aus und ihr werdet feststellen. Im PvE wird sie weniger gespielt, obwohl sie doch ganz gut Schaden macht. Die Kolonie ist aber eine einzigartige Waffe. Als Granatwerfer lohnt sich auf alle Fälle, das Ding zu holen. Raidenflux für den Jäger. Hier wird der Arkusstab verbessert, Schaden und Dauer. Es gab eine Zeit lang, wo das im PvE unglaublich stark war und gebraucht wurde. Wie es aktuell der Fall ist, weiß ich gar nicht, aber die Fähigkeit an sich ist sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ihr einen Jäger seid oder einen Jäger habt, würde ich die definitiv holen, weil ihr damit doch wesentlich mehr Schaden machen könnt. Bossgegner da sehr, sehr gut mit Raidenflux schadenstechnisch was draufhauen könnt. Das heißt, holt euch das Ding definitiv für PvE. Im PvP ist es nicht wirklich zu gebrauchen. Maske des Stillen für den Titan ist von der Fähigkeit her ja, bedingt einsetzbar. Ich sage mal so, es ist kein Must-Have-Gegenstand. Ich würde es mehr holen, wenn man die Sammlung vervollständigen möchte. Es gibt da einige Kombinationsmöglichkeiten, die man durchführen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es nichts, wo ich sage, ah, das müsst ihr unbedingt holen. Ich würde es mehr holen, um die Sammlung zu vervollständigen. Aber das sind vielleicht einige andere Meinungen. Dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es da ganz tolle Kombinationsmöglichkeiten gibt, könnt ihr einfach mal in die Comments hauen. Krone der Stürme für den Warlock ist meines Erachtens nach sehr, sehr stark für die Arkusfähigkeit. Also ist ja auch für die Arkusfähigkeit ausgerichtet. Aber eben, hier gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich sehe das Ding mehr im PvE, weil da eben die Fähigkeiten schneller aufgeladen werden. Kann man auch im PvP brauchen natürlich. Aber ich persönlich habe sehr, sehr viel im PvE benutzt und hatte damit eigentlich viel Spaß, weil die Arkus-Fähigkeiten dadurch doch erheblich gesteigert werden, sage ich jetzt mal. Würde ich also definitiv holen, wenn man sie noch nicht hat. Sieht auch recht gut aus, muss ich dazu noch sagen natürlich. Ich meine, es sieht einfach gut aus. Ja, hol das Ding definitiv. Für PvE finde ich es sehr, sehr stark. Dann machen wir noch das exotische Engramm auf, gucken, was drin ist und... Oh, angenehm. Ach, aber nur 57 Gesamtwert hier. Sehr, sehr schade. Ich meine, 57 ist mega tief. Also wirklich mega tief. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als Exo rausgekriegt habt aus dem Engramm, aus dem exotischen Engramm, das ihr gekauft habt. Mit Gesamtwert bei der Rüstung natürlich gerne, damit ich noch ein bisschen Feedback habe, was da möglich ist, rauszuroppen. Gut, das war es eigentlich auch schon von dem Xur-Video. Ich mache es kurz und knapp wie immer. Lasst ein Like da, wenn euch das Video geholfen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gekriegt habt aus diesem schönen Exo-Engramm. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.